Ja, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es einmal um meine Top 5 Kryptowährungen gehen, die den Großteil meines Portfolios ausmachen. Ihr könnt es am Thumbnail eventuell schon erkennen, um welche Kryptowährungen es sich unter anderem handelt. Der ein oder andere wird vielleicht erschrocken sein, da es sich in dem Fall nicht um Bitcoin oder Ethereum handelt, wie das eigentlich bei den gängigsten Kryptoportfolios so der Fall ist. Ich erzähle euch auch gleich warum. Ich bin natürlich auch in Bitcoin und Ethereum investiert, aber ganz am Anfang muss ich gestehen, habe ich Krypto nicht als Langzeitinvestment gesehen. Ich habe das eher so gedacht, dass ich all das Geld, was ich mit Kryptowährungen letztendlich verdiene, dass ich das eben in Rohstoffe wie Gold und Silber stecke oder eben Immobilien, was ich zum Großteil auch getan habe. Und dadurch habe ich eben ein größeres Potenzial in Altcoins gesehen, was auch finanziell letztendlich die richtige Entscheidung gewesen ist. Der Bitcoin generell, ich kaufe auch regelmäßig Bitcoin nach, aber Bitcoin war für mich nie eine Währung, die ich verkaufen möchte. Also ich sehe Bitcoin eher als Inflationsschutz und da eben wirklich das Long-Term-Investment. Dementsprechend all das Geld, was ich in Bitcoin stecke, ich sag mal, egal wie hoch Bitcoin jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren steigt, ich habe nicht vor, Bitcoins zu verkaufen, beziehungsweise Bitcoin-Anteile in diesem Fall. Daher, um Krypto eher so als Tauschwährung, sage ich jetzt einfach mal, anzusehen, habe ich, wie gesagt, in den Altcoins ein größeres Potenzial gesehen. Wenn wir das nämlich auch mal vergleichen, also Bitcoin steht jetzt ja wieder bei ca. 30.000 Dollar und Anfang Januar stand es auch bei 30.000 Dollar, während dort die Altcoins aber noch deutlich tiefer standen. Cardano und IOTA beispielsweise standen nur bei 20 Cent circa, wo ich sie auch gekauft habe. Und die haben sich seitdem mehr als verzehnfacht, wenn man jetzt vom All-Time-High ausgeht, während Bitcoin sich gerade mal in Anführungsstrichen nur verdoppelt hat. Aber wie gesagt, das soll nicht heißen, dass ich Bitcoin als schlechtes Investment sehe. Im absoluten Gegenteil. Ich werde immer weiter Bitcoins kaufen, allerdings auch nicht verkaufen. Bei den anderen Coins ist es mir wirklich wichtig, regelmäßig Profite zu ziehen, um diese tatsächlich dann, wie ich es schon erwähnt habe, unter anderem in Immobilien, Gold und Silber zu stecken. Natürlich hier nicht vollständig. Ich habe mich enorm viel mit Kryptowährungen während der Zeit, während des Bullruns beschäftigt. Ich habe eigentlich im Grunde genommen nichts anderes gemacht in meiner Freizeit und habe natürlich auch vor, andere Kryptowährungen langfristig zu halten. Da kommen wir aber noch später zu. Kommen wir erstmal auf die erste Währung an, die unter anderem einen Großteil meines Portfolios ausmacht, und das ist Cardano oder eben in dem Fall die Währung ADA. Ich werde jetzt nicht den jeweiligen Use Case der genannten Kryptowährung alle im Detail auseinander pflücken, dann würde das Video über eine Stunde gehen. Ich versuche also die Use Cases so in ganz paar Sätzen kurz zusammenzufassen, dass für diejenigen, die neu sind, ungefähr wissen, womit sie sich hier befassen, beziehungsweise worum es geht oder warum es eben einen Großteil meines Portfolios ausmacht. Wenn ihr dennoch eine detailreiche Analyse zum Use Case der gängigen Währung sehen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das hatte ich eigentlich unter anderem sowieso noch vor, dass ich das aber dann eben in einzelnen Videos packe, also eine vollständige Analyse zu Cardano, dann beispielsweise eine zu Polkadot, zu Link, wie auch immer. Das schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ja, Cardano wurde übrigens auch von Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson ins Leben gerufen, dessen Haupt-Use-Case es eben ist, die aktuell bekannten Schwierigkeiten bisheriger Blockchain-Währungen zu erforschen und eben auch zu lösen. Ja, die gängigen Probleme einer Blockchain sind unter anderem langsame Transaktionen, die hohen Transaktionskosten, der hohe Energieverbrauch etc. etc. Das ist ja auch das, was Bitcoin immer vorgeworfen wird, auch wenn das mittlerweile natürlich alles hauptsächlich erneuerbare Energien sind. Aber dennoch sind das eben die Probleme, die Cardano unter anderem bekämpfen bzw. lösen möchte. Eben mit neuer Blockchain-Technologie. Wie gesagt, das ist lange nicht alles, aber wenn wir das jetzt hier im Detail runterbrechen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich würde gerne, wie gesagt, einzelne Videos dazu nochmal machen. Und wie auch anfangs erwähnt, habe ich Cardano eben noch bei 20 Cent gecatcht, welche sich zum All-Time-High mehr als verzehnfacht hat. Und auch jetzt bin ich immer noch deutlich im Profit beim aktuellen Stand, trotz des enormen Dips. Und was ebenfalls das Schöne an Cardano ist, dass es durch Staking-Optionen mit einer relativ guten Rendite auch passives Einkommen einbringen kann. Das könnt ihr zum Beispiel auf Binance machen. Dort habt ihr eine durchschnittliche Staking-Rendite bei Cardano zwischen 5 und 9%, was ziemlich hoch ist. Und insbesondere, wenn ihr viel davon habt, kann es euch ein passives Einkommen sichern, was eben ein schöner Cashflow ist. Ja, die nächste Währung, die einen Großteil in meinem Portfolio aufmacht, wo ich auch regelmäßig eigentlich den Dip gekauft habe, ist Polkadot. Die habe ich leider ganz zu Anfang verpasst. Ich glaube, Anfang des Bullruns. Wir schauen uns einfach mal eben fix den Chart an von Polkadot.
Genau, also Anfang des Bullruns stand Polkadot wirklich dann noch irgendwie bei 4, 5 Dollar. Das habe ich leider verpasst, da habe ich sie nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe sie das erste Mal dann, glaube ich, bei 18 Dollar gekauft und dann stand mir der Preis zu hoch. Und ich habe erst im Dip wieder angefangen zu kaufen. Das waren dann, habe ich im letzten Video, glaube ich, schon erwähnt, immer hier so ungefähr zwischen 18 und 20 Dollar. Und auch jetzt bei 13 Dollar steht der Preis knapp, werde ich nochmal nachkaufen. Ich werde euch im Übrigen auch immer die offiziellen Seiten dazu in die Beschreibung packen. Da könnt ihr euch selber nochmal schlau lesen. Denn wie immer gilt, man sollte in nichts investieren, was man nicht versteht. Also nur weil man gerade irgendwo was von hört, sollte man nicht einfach blind das Geld reinbuttern. Dementsprechend, das hat natürlich auch einen Grund, warum diese Kryptowährung den Großteil meines Portfolios ausmachen. Denn Polkadot soll letztendlich ein vollständig dezentralisiertes Web ermöglichen, in dem die Benutzer die volle Kontrolle haben. Ja, also zusammengefasst, Polkadot wurde entwickelt, um zukünftige Technologien zu verbinden, die eigentlich noch entwickelt werden müssen. Polkadot soll ein Internet ermöglichen, in dem unabhängige Blockchain-Informationen und Transaktionen vertrauenswürdig über die Polkadot-Release-Kette ausgetauscht werden können. Also Polkadot soll es letztendlich einfacher machen, dezentrale Anwendungen, Dienste und Institutionen zu erstellen und zu verbinden. Dabei, wie gesagt, soll der Nutzer die vollständige Kontrolle über alles haben. Daher auch in Polkadot sehe ich langfristig großes Potenzial und auch Polkadot kann man mit einer sehr, sehr hohen Rendite staken auf Binance, mit tatsächlichen 11-16% jährlicher Rendite aktuell auf Binance, je nachdem für welche Art des Stakings ihr euch natürlich entscheidet. Das ist auf jeden Fall krass, wenn man einfach mal langfristig denkt, welche Bank gewährt euch eine derartige Rendite noch in der heutigen Zeit. Ja, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich eigentlich so gut wie gar kein Fiat Money auf meinem Sparkonto lager. Ich habe eigentlich alles irgendwo anders. Sei das in einem Sachwertdepot für Edelmetalle, Gold und Silber, habe ich anfangs schon erwähnt. Oder eben mein Kryptoportfolio. Ein Großteil, den ich dort lager, werde ich auch staken. Ja, die nächste Währung, die ich auf dem Schirm habe, ist VeChain, die ich auch regelmäßig jetzt im Dip nachgekauft habe. In VeChain sehe ich ebenfalls sehr, sehr großes Potenzial. Das Einzige, was mich dort ärgert, ist, dass ich nicht früher davon erfahren habe, beziehungsweise hatte ich eigentlich schon, ich habe es nur nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Also VeChain bietet Blockchain-Lösungen für Unternehmen rund um den Globus an, mit vielen bestehenden industriellen Blockchain-Anwendungen von Lieferkettenmanagement zu Fälschungssicherheit und Kohlenstoffkredite haben sich ihre Systeme in der realen Welt bewährt. Ja, also das ist eben einer der Hauptgründe, warum ich VeChain so gut finde, nämlich die Fälschungssicherheit soll unter anderem auch in die BMW-Technologie integriert werden, beziehungsweise ist es auch schon, eben dass beispielsweise ja ein Tacho nicht mehr manipuliert werden kann, wie das sehr, sehr häufig bei so schwarzen Schafhändlern der Fall ist. Bin ich selber auch schon mal mit reingelegt worden, muss ich letztendlich sagen, ein Auto, wo 60.000, 70.000 Kilometer steht, dadurch natürlich wenig Kilometer höherer Preis. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass dort am Tacho gedreht worden ist und eigentlich sogar schon 170.000 Kilometer das Auto gelaufen hatte. Das sind unter anderem die Dinge, die VeChain lösen soll, was ich eine sehr, sehr schöne Sache finde. Ja, wie gesagt, einfach dadurch, dass ich selber schon mal auf sowas leider reingefallen bin. Und mit einer integrierten VeChain-Technologie soll und wird das nicht mehr der Fall sein. Das ist natürlich noch lange nicht alles, aber das ist so für mich einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich sehr viel von VeChain halte, warum es einen Großteil meines Portfolios ausmacht und warum ich denke, dass es langfristig großes Potenzial haben kann. Ja, falls es euch auch bei den vorherigen Währungen schon aufgefallen ist, ich werde hier keine Preisprognosen stellen, von wegen in 2 Jahren erreicht VeChain 5 Dollar. Das weiß ich einfach nicht, wohin die Reise gehen wird. Das erste Ziel wird erstmal 1 Dollar sein und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das dieses Jahr noch erreichen wird, eventuell im nächsten oder übernächsten Jahr und dann kann man weiter in die Zukunft schauen. Der Preis ist für mich aber aktuell erstmal Nebensache. Ich bin, wie gesagt, nun mehrfach davon überzeugt worden, langfristig in Krypto zu bleiben. Von daher, mich interessiert nicht, wie der Preis aktuell aussieht. Jetzt im Dip sowieso nicht. Wenn wir ein neues All-Time-High eventuell schlagen sollten, dann können wir da nochmal drüber sprechen. Ja, die nächste Währung, die ich auf dem Schirm habe, ist Solana, die aktuell noch keinen Großteil meines Portfolios ausmacht. Ich bin aber nach und nach dabei, das immer weiter aufzustocken, da ich von Solana langfristig sehr, sehr viel halte. Es soll hauptsächlich eben für extrem viel schnellere Transaktionen sorgen und auch weniger durchschnittliche Trading Fees, also die Transaktionsgebühren, was ihr hier auch auf der Website sehen könnt. Als erstes, wenn ihr diese Website aufruft. Ja, also die durchschnittliche Gebühr einer Transaktion bei Solana wirklich 0,00025 Dollar.
Ein Preis, den SafeMoon übrigens ganz gerne mal in nächster Zeit erreichen kann, damit ich endlich Millionär bin. Aber das sind im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungen auf jeden Fall Peanuts. Und auch Solana verwendet eine Form des Proof of Stakes, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zur Solana Blockchain hinzuzufügen. Ja, also auch Solana könnt ihr staken, unter anderem auch auf Binance. Die Renditen dazu habe ich aktuell noch gar nicht im Kopf, da ich Solana noch nicht stake. Aber das könnt ihr ja ganz einfach selbst herausfinden. Ja, kommen wir zur letzten Kryptowährung und wie ihr es am Thumbnail schon erkennen konntet, es ist tatsächlich SafeMoon, von der ich grundsätzlich nie geplant hatte eigentlich, dass sie einen derartig großen Platz in meinem Portfolio einnimmt. Ich habe letztendlich auch verdammt wenig Geld investiert, aber dadurch, dass SafeMoon eben so durch die Decke gegangen ist, hat sie sich tatsächlich dann, ja, eben einen Platz in der Top 5 meiner investierten Coins tatsächlich gesichert. Also ich habe tatsächlich noch nie so schnell mit so wenig Geld so viel Geld verdient. Das ist aber natürlich nicht der Haupt-Use-Case von SafeMoon. Und jetzt, trotz dieses enormen Dips, bin ich noch fast 20x im Profit. Also mir macht das aktuell überhaupt nichts aus, der Preis. Ich weiß auch, dass mich für SafeMoon höchstwahrscheinlich viele, die schon ewig im Kryptobereich tätig sind, ja, vielleicht steinigen werden, von wegen sagen, ja, hey, das gehört noch nicht in ein seriöses Portfolio etc. Ich bin da aber anderer Meinung und nein, ich werde nicht von SafeMoon bezahlt, aber das Problem ist einfach, dass SafeMoon oder beziehungsweise die SafeMoon Community auch immer schnell in diese Shitcoin Community ja mit reingesteckt wird. Das liegt aber nicht an SafeMoon, das liegt eher an Dogecoin und Shiba Inu etc. Ja, also dadurch haben die Leute eben wirklich gemerkt, ja hey, jeder Dulli kann einen Coin erstellen, was ja auch so ist, und damit irgendwie ohne Nutzen irgendwie einen Haufen Geld machen. Insbesondere als durch Elon Musk eben Dogecoin so durch die Decke gegangen ist, hat einfach jeder gedacht, er kann mal eben Memecoin auf den Markt bringen und es wird so viel Scam wie noch nie in die Kryptowelt gespürt. Da wird SafeMoon leider immer mit reingezogen bzw. als das gleiche abgestempelt, weil natürlich auch durch SafeMoon viele Leute das nachgemacht haben. Ja, SafeMars, SafeGalaxy, ich weiß nicht, wie viele SafeCoins es mittlerweile gibt, die einfach irgendwie nur so den Contract, den Use Case kopiert haben, also nicht den Use Case, sondern eben die Tokenomics, diese Idee der Tokenomics kopiert haben, um damit jetzt auf dem Markt sich einen Namen machen zu wollen. Aber letztendlich, der Crash hat gezeigt, dass es eigentlich wirklich bis jetzt hauptsächlich oder nur SafeMoon, zumindest von denen ich es weiß, nur SafeMoon geschafft hat. Denn natürlich ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber was gemacht werden soll, ist eine SafeMoon Wallet, es ist eine Blockchain, es ist eine Bridge, es ist eine eigene Exchange, die gebührenfrei sein soll. Tokenomics, dass die Coins sich von alleine vermehren durch Transaktionen der anderen. Ja, das ist einfach ein völlig neues System und das ist natürlich für viele Langzeit-Krypto-Investierte einfach noch gar nicht vorhanden, weil sie viele es natürlich auch noch nicht verstehen. Aber Leute, das alles in allem ist ein Projekt, ein Use Case, was definitiv langfristig sich auf dem Markt etablieren wird, eine Zukunft hat und insbesondere mit der Exchange und dem Vorhaben, wenn sie es wirklich so umsetzen können, wie sie es anpreisen, tatsächlich mit extrem großen Kryptobörsen wie auch Binance, Coinbase, Kraken etc. mithalten kann. Ja, die werden sie nicht vom Markt spülen, erst recht nicht in den nächsten 1-2 Jahren, aber wie gesagt, eine Krypto-Exchange ohne Trading-Gebühren, wer würde da nicht freiwillig seine Kryptos lagern wollen? Klar müssen auch die irgendwo damit ihr Geld verdienen, also irgendwo wird es mit Sicherheit Gebühren geben, aber das ist wie gesagt alles noch nicht in den trockenen Tüchern, wir werden sehen, worauf das Ganze hinausläuft. Ich sehe SafeMoon auf jeden Fall als sehr, sehr stark langfristig. Ich gehe auch nicht davon aus, von heute auf morgen Millionär zu werden. Ich sehe auch SafeMoon eben durch die Tokenomics langfristig als ein passives Einkommen. Und ich bin gespannt auf jeden Fall auf die neue Exchange. Auch die werde ich natürlich, wenn die dann draußen ist, für mich nutzen. Denn wenn ich dort keine oder geringere Trading-Gebühren habe, natürlich werde ich dort meine Kryptowährungen lagern und auch weitere Kryptowährungen kaufen. Es macht ja für mich keinen Sinn, freiwillig mehr Geld dann bei Binance zum Beispiel auszugeben. Auch wenn Binance natürlich im Vergleich zu manch anderer Börse auch schon sehr geringe Trading-Gebühren hat. Das war meine Top 5 des Portfolios oder beziehungsweise zukünftigen Portfolios mit SafeMoon und Solana. Das wird sich natürlich noch zeigen, inwiefern ich dort nachlegen kann oder wie sich das noch entwickeln kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht sieht es bei dem einen oder anderen ja ähnlich aus oder bei euch sieht es völlig anders aus und es handelt sich eigentlich nur um Bitcoin, Ethereum und XRP. Ich bin da, wie gesagt, denke ich, etwas anders aufgestellt als der ein oder andere. Damit will ich übrigens aber nicht sagen, dass die anderen Kryptowährungen schlecht sind und ihr nicht in sie investieren solltet. Das ist, wie gesagt, nur mein Portfolio. Das ist keine finanzielle Anlagenberatung. Jeder muss das so
machen, wie er möchte. Ich bin auch übrigens kein Fan von einer Überdiversifikation, also ich habe jetzt nicht vor, in 30 verschiedene Kryptowährungen zu investieren, auch wenn da mittlerweile sehr, sehr viele schöne, gute Projekte drauf sind. Bei jedem wird es anders aussehen. Ich finde auch andere Kryptowährungen sehr, sehr gut. Trotzdem bin ich nicht in jeder Kryptowährung investiert, nur weil sie existiert. Das hat einen tiefen Grund, warum ich mir diese Kryptowährungen so ausgepickt habe, und ich werde dort weiter nachkaufen. Und wenn ich dann mal den ein oder anderen Hype-Train von der anderen Kryptowährung verpasse, hey, dann ist das eben so. So ist das Game, das gehört dazu. Aber ich finde auch, Überdiversifikation ist eine der größten Fehler, die man machen kann. Ich wiederhole mich, glaube ich, wenn ich sage, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.